Promi-Geflüsters, Folge 701. So, wir haben schon wieder eine neue Dekade sozusagen eingeführt. Jetzt geben wir auf die 800. dann zu. Und die nächsten zwei Jahre sind wir wieder wirklich damit darauf hingeeicht, damit wir darauf zusteuern. Und wir starten gleich mit zwei jungen Damen, Sängerinnen, die nennen sich Herzbeben, ein ganz, ganz neues Duett. Und ich habe sie jetzt bei mir in der Leitung. Ich glaube, die sind auch jetzt gerade aktuell ganz unterschiedlich verstreut. Was hinter Herzbeben steckt, wer das jetzt ist und was alles so dazugehört. Ich sage jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Zum einen die Scarlett. Genau. Hallo. Und dann die Züli, habe ich jetzt sagen dürfen, als Einfachkeit, denn der Name ist doch ein bisschen für mich jetzt zumindest noch ein Zungenbrecher. Stell dir mal ganz kurz selber vor, wie es richtig heißt. Also es heißt richtig Züleia, aber ihr dürft mich gerne auch alle Züli nennen. Das ist sehr freundlich, herzlichen Dank. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz erwähnt, der Name hat was ganz Besonderes auf sich, gell? Genau, das ist der Name von einer alten arabischen Prinzessin, die in einen Bauern verliebt war und ihn aber nie offiziell lieben durfte. Und es ist so eine ganz dramatische Liebesgeschichte. Und ja, war das eben so ein alter, edler arabischer Name ist, hat mein Vater den damals für mich ausgesucht. Wunderbar, das klingt auch sehr romantisch und sehr märchenhaft, genau, sehr schön. Ja, Herzbeben, ein ganz junges, neues Duo. Ihr habt gerade eure Debütsingle am Start. Und wie geht's voran? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Erzählt mal ein bisschen. Wer möchte beginnen? Genau. Und zwar war ich damals auf Mallorca für ein anderes Projekt und habe mich daran erinnert, dass die Scarlett dort wohnt. Dann habe ich sie natürlich kontaktiert, um zu fragen, ob sie mich ein bisschen supporten würde. Und das hat sie auch direkt gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Also wir haben uns wieder gesehen nach sehr vielen Jahren und die Sympathie ist immer noch dieselbe wie früher geblieben. Und wir haben uns von Sekunde 1 an wirklich top verstanden und uns gegenseitig gefeiert, geliebt, keine Ahnung. Also wirklich, das war echt eine coole Zeit. Und dann bin ich wieder nach Deutschland geflogen. Und ein paar Tage später hat die Scarlett mich dann angerufen und gefragt, ob ich bei dem Projekt Herzbeben gerne dabei sein möchte. Und ich habe natürlich ohne Zögern sofort Ja gesagt. Okay, dann sitzt du ja aber jetzt, glaube ich, in Deutschland und Scarlett ist mittlerweile auf Mallorca ansässig, gell? Genau, richtig. Ich lebe schon einige Jahre hier auf der Insel. Ja, und wenn ich so richtig gelesen habe, bist du auch wirklich auf Mallorca und Ballermann seit ein paar Jahren eigentlich fester Bestandteil? Ja, also als Solokünstlerin war ich im Megapark und durfte 2019 auch die Megapark-Hymne des Jahres singen, was für mich eine riesengroße Ehre war. Und durch die aktuelle Situation hat sich der Plan dann demnach geändert. Ja, leider Gottes, gell? Da ging es doch gleich wieder ganz anders zur Sache. Und, aber man sagt jetzt zwar leider Gottes, aber wäre die Scarlett natürlich jetzt bei ihrem Plan geblieben, wäre es niemals zu Herzbeben gekommen. Das ist natürlich der andere Vorteil dann wieder. Das ist dann wieder glücklicherweise. Ne? Genau. Ihr habt aber auch eine gemeinsame Vergangenheit, was ich so schnell noch gelesen habe. Und zwar Popstar war irgendwo eine gemeinsame Sendung, wo ihr euch kennengelernt habt. Ne? Ja, das war die Jubiläumsstaffel 2012 damals. Da waren wir auch zusammen auf Ibiza und wir haben relativ viel Zeit miteinander verbracht. Genau, und uns gehört die Welt, das ist die Debütsingle, euch gehört die Welt. Was muss man sich darunter vorstellen? Es ist eine Liebesgeschichte, die da erzählt wird, ne? Also uns gehört die Welt, hat natürlich den Auftrag in
einen sehr tristen und grauen Alltag, den wir alle derzeit haben, sei es wegen Existenzängsten, sei es wegen Einsamkeit oder den Lockdowns oder was auch immer. Wir wollen einfach ein bisschen Liebe überbringen, dass wenn Leute im Auto sitzen und fahren und denken, Mensch, heute mein Tag ist richtig scheiße und im Radio kommt, uns gehört die Welt, dass wir dann es schaffen können, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist unsere Mission mit dem Song. Okay. Ja, ich denke mal, das wird auch ganz gut gelingen, weil die Nummer geht ganz gut ins Ohr und kommt auch ganz gut an, denke ich, bei den Fans draußen. Wenn man auch wieder zwischen den Zeilen liest, wer für euch da geschrieben hat und komponiert hat, sind zwei namhafte Jungs, die wir alle kennen, natürlich Daniel Sommer und auch Sebastian Wurz, den man vielleicht von Feuerherz auch noch kennt, gell? Richtig. Ja. Wie entsteht da so die Zusammenarbeit, beziehungsweise wie kommen die Titel zustande? Wie viel Mitspracherecht habt ihr oder wie viele Ideen von euch kommen damit, fließen damit ein? Also wir bekommen die Demo-Vorschläge und hören die uns dann durch und schauen, wo wir der Meinung sind, das könnte zu uns passen. Und selbstverständlich sind die Demos noch nicht so, wie wir sie gerne hätten. Also, dass sie im Grunde auf uns passen. Und da fängt es dann an, dass man sich dann mit den Produzenten zusammensetzt, auch mit den Songwritern natürlich nochmal Rücksprache hält und dann den eigenen künstlerische Freiheit da noch reinzubringen und die Art und Weise, wie man singt, vom Beat vielleicht was verändert, bis es dann perfekt ist und zu unserem Projekt passt. Okay. Ja, ist jetzt natürlich der erste Titel. Jetzt muss man natürlich fragen, wie geht's denn weiter? Was sind denn so eure Pläne für die Zukunft? Arbeitet ihr an einem Album auch schon? Also unsere Pläne für die Zukunft sind auf jeden Fall Vollgas zu geben. Das bedeutet, also alle 3 Monate wird ein Single von uns released und das finden wir wirklich ganz toll. Weil also ich sag mal so, es gibt nur eine Richtung und die ist nach vorne, nicht wahr? Genau. Jetzt natürlich hier bei Zilli türkische Wurzeln. Wie verbindet sich das mit dem deutschen Schlager oder beziehungsweise wie kommt Schlagermusik vielleicht auch sogar in der Türkei an? Also ich denke, gute Musik kommt immer überall an, egal in welchem Land, auf welcher Sprache. Wenn du etwas Gutes machst, dann findet das überall seine Fans. Und also deutsche Schlagermusik bedeutet ja nicht nur, dass es in Deutschland gesungen werden kann oder gemocht werden wird. Deswegen denke ich so, das ist halt für alle da. Hauptsache, es muss immer gut sein. Genau, gute Musik, klar, ist immer und überall gerne gehört und natürlich der Rhythmus muss passen, geht ins Blut, man kann tanzen, man kann gute Laune haben und ich denke mal, das ist heutzutage das, Genau. was es ausmacht, ne? Genau. Ja, jetzt natürlich Auftritte, das ist auch so ein Thema, gerade jetzt in der noch schwierigen Zeit. Letztes Jahr war ja gar nichts möglich. Dieses Jahr ist auch noch vieles am Wackeln. Vielleicht wird ja die zweite Jahreshälfte doch ein bisschen was bringen. Wo könnte man euch denn antreffen, wenn es jetzt dann losgeht? Also Fragezeichen. prinzipiell, Könnte. wissen? Also prinzipiell sage ich mal so, wir sind auf jeden Fall total bereit für euch. Und sobald es Corona es zulässt, werden wir uns auch irgendwo sehen. Wo das jetzt letzten Endes sein wird, das kann ich natürlich noch nicht sagen oder wir können es natürlich noch nicht sagen. Aber wir haben auf jeden Fall schon alles geplant und uns akribisch darauf vorbereitet, euch die bestmöglichste Show liefern zu können. Ja, sehr gut. Und natürlich seid ihr jetzt gerade auch noch, wie gesagt, Deutschland, Mallorca haben wir ja gerade festgestellt. Ja, wie kommt ihr denn dann zusammen, wenn es wirklich mal jetzt zum Auftritt geht oder ins Studio nochmal geht oder wenn ihr probt oder ich weiß ja nicht, wie sowas ist. Wie kontaktiert ihr euch oder wie trefft ihr euch? Also es ist natürlich nicht möglich, jetzt ganz, ganz normal wie jeder andere auch nebeneinander zu stehen in unserem Fall, wenn wir jetzt proben wollen. Deswegen läuft das bei uns alles über die Videokommunikation.
Das funktioniert aber auch ganz gut. Und regelmäßig, einmal im Monat, alle paar Wochen, je nachdem, welche Termine anstehen, fliege ich auch rüber oder Sulea kommt zu mir, je nachdem, was wir an Terminen haben. Ja, jetzt sehe ich gerade hier bei Scarlett so eine schöne Baseballmütze, Herzbeben steht oben drauf. Das ist schon, denke ich mal, ist schon so ein erster Fanartikel. Kann man den irgendwo erwerben, falls da jemand Spaß dran hat? Es ist tatsächlich ein Prototyp, gestern entstanden und ich wollte ihn unbedingt mal heute präsentieren. Mega, ich Genau. will die Käppi auch haben. Die ist voll Also cool. es wird in Zukunft auf jeden Fall Merchandise geben. Wir sind da gerade in der Planung, was man denn anbieten könnte, auch an der, um auch zu gucken, was möchten die Leute gerne oder was könnte man sich da vorstellen. Da ist auf jeden Fall einiges geplant. Ihr seid ja jetzt auch da natürlich zwei total unterschiedliche Charaktere, denn blond, einmal dunkel und auch sonst so von der Art her. Wenn man jetzt vielleicht mal, wenn jede mal die andere ein bisschen beschreibt, wie ihr euch so kennengelernt habt, was sind eure Stärken und Schwächen, wenn ihr euch gut kennt, wer Scarlett mal über Zülli und umgekehrt. Okay, also Scarlett die darf mal Scarlett. beginnen. Wer fängt an? Bitte? Scarlett darf mal beginnen. Also, okay. Also Stärken und Schwächen grundsätzlich jetzt. Oh, gut, Also Stärken und von Schwächen. du erzählst über Zülli und umgekehrt. Ja. Also was ich an Sulea. Als Schwäche würde ich es nicht bezeichnen, aber ich würde sagen, dass sie mal sehr ungeduldig ist, immer so nach vorne prescht. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber das ist dann eher so eine Sache, wo ich dann das Gegenteilige bin und sie dann so ein bisschen runterhole. Und ansonsten an Schwächen wüsste ich jetzt so weiter eigentlich gar nichts, aber unglaublich viele Stärken. Also, dass sie zum Beispiel mich sehr gut einschätzen kann, dass sie sofort weiß, wenn sie mich anschaut, ich brauche ihr gar nicht sagen, was ich sagen will. Sie spürt das und sie weiß das sofort. Das finde ich ist eine ganz, ganz große Stärke, die ich an ihr unglaublich schätze. Sehr gut. Jetzt bist du dran, Zilli. Also, zu Scarletts Stärken zählt auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr geordnet ist. Also, egal um was es geht, die sagt, Leute, wir müssen dann und dann das und das machen. Und ich mache jetzt einen Plan für die Woche. Also die ist sehr strukturiert und das bin ich zum Beispiel gar nicht, was Planung und Postings und Termine und Time-Management angeht, das hat die voll im Griff. Also wenn ich nur ein Viertel davon hätte, dann wäre mein Leben auf jeden Fall einfacher. Das schätze ich sehr und ich weiß, dass es auch sehr viel Mühe für sie ist, sich natürlich da reinzuhängen, diese Listen zu erstellen, Grafiken zu erstellen, keine Ahnung, sich da einfach mit zu beschäftigen, wann wir was am besten machen. Time-Management ist wirklich ein ganz großes Thema bei Sängern und das hat sie voll im Griff und ja, eigentlich. Die Seele von Herzbeben ist eigentlich die Scarlett, muss man an der Stelle sagen, ja. Und das schätze ich wirklich sehr. Negative Eigenschaften, da müsste ich jetzt echt kurz mal überlegen. Also die Scarlett ist natürlich sehr, sehr perfektionistisch, was ich sehr gut finde. Manchmal aus diesem Perfektionismus, wenn dann etwas vielleicht nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, da wird sie ja ein bisschen stinkig. Aber ob das jetzt schlecht ist, ist mal dahingestellt, weil eigentlich, also diesen Ehrgeiz zu haben, alles perfekt erledigen zu wollen, ist ja nichts Schlechtes eigentlich, ne? Deswegen, also bei den schlechten Eigenschaften mache ich einfach mal so. Gut, das lassen wir doch so stehen. Sehr schön, sehr schön. Also ihr versteht euch, das ist die Hauptsache und Ja. das kriegen auch dann entsprechend eure Fans dann übermittelt. Und Fans, genau, sind ja erst noch, denke ich mal, am Aufbau mehr oder weniger als Herzbeben. Gut, jeder für sich hat natürlich schon, denke ich mal, eine Fangemeinde.
Wo kann man euch denn finden, beziehungsweise die Social Medias? Wo seid ihr denn überall präsent? Überall. Also unter Herzbeben offiziell findet man uns tatsächlich auf allen Kanälen, auf Instagram, Facebook, TikTok. Wir haben YouTube, wir haben alles, was Dank man der im Grunde Sterne, die braucht. hat uns überall einen Account eingerichtet. Seht ihr, das ist das, was Genau, richtig, so muss es sein. ich Sehr schön. meine. Also, Homepage gibt es auch, Herzbeben, wie heißt die? Herzbeben.de oder wie läuft es? Homepage ist gerade noch in Arbeit, die Okay. wird demnächst veröffentlicht. Aber Instagram und die YouTube, Facebook und so weiter, da seid ihr überall zu finden, ne? Genau. Genau. Dann müssen wir uns auch vernetzen. Unbedingt. Promi-Geflüster, Frank Stiller, da findet ihr mich. Und das machen wir dann später nach dem Interview. Da geht dann die ganze Vernetzerei dann los, ne? So machen wir das. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch natürlich jetzt schon mal wieder alles, alles Gute und viel Erfolg für die weiteren Pläne, dass ihr da wirklich so durchstartet und einen tollen Start hinlegt, wie ihr es euch wünscht. Und hoffentlich sehen wir Vielen uns Dank. irgendwann mal live, persönlich. Das wäre der, glaube ich, der große Oh, Wunsch das uns wünschen aller, wir uns ne? auch so sehr. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Und wir wissen das wirklich zu schätzen, diesen Support und das Interesse auch. Und ja, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Unbedingt. Und wenn, wie gesagt, dann auch ein Album ansteht, dann lasst es uns unbedingt wissen. Dann machen wir da nochmal einen schönen großen Bericht drüber. Ja, toll. Auf jeden Fall. Gut, das war's, Promi-Geflüster. Ich sage auch den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen und unbedingt merken, Herzbeben, so heißt das Duo. Unbedingt merken und gut in den Medien aufpassen, wann auch immer Herzbeben läuft, einschalten und ja, alles Gute euch. Dankeschön. Dankeschön.